Einige Teile des Spiels könnten als gewalttätig oder grausam betrachtet werden. Das war ein verdammt langes Intro. Ja, willkommen zu einem neuen Projekt. Ihr seht es schon, Silent Hill 3. Und bevor ich irgendetwas mache, mache ich nochmal einen kurzen Schnitt, um zu sehen, ob das von den Soundeinstellungen so halbwegs gut passt. Bis gleich. Nein, geh nicht weg! So, also Silent Hill 3. Ja, die Soundeinstellungen, glaube ich, waren so in Ordnung. Eventuell ist jetzt ein bisschen leiser, damit es mir nicht um die Ohren fliegt. Jo, warum mache ich Silent Hill 3? Heather sieht geil aus. Brauche ich einen anderen Grund? So, schauen wir mal schnell. Anpassen, bis die horizontale Linie schwarz ist. Schwach erscheinen. Also da sehe ich sie. Da sehe ich sie gar nicht. Also da. Bildschirmposition passt. Vibration normal. Stereo, Musik, alles okay. Tastenbelegung, ich schaue nochmal eben schnell rein. Eventuell muss ich da gleich noch ein bisschen was umstellen. Was haben wir denn hier? Achso, hier ist. Da, also Dreieck haben wir die Karte. Links haben wir abbrennen. Abbrennen? Was? Abbrechen und rennen. X ist Eingabe. Rechts ist auch abbrechen und Licht. L und R werden nicht verwendet. Gut. Pause, überspringen. Objekt haben wir da. R3 sind die Vorräte. Suchansicht und damit bin ich irgendwie bereit. So, was haben wir da? Ne, das ist der B-Typ doch noch besser.
Dann schaue ich nochmal schnell, wie sieht der 3D-Typ aus. Vielleicht ist das ein bisschen besser. Links drehen. Wird nicht verwendet. Nein. Ich nehme den 2D-Typen. Das sah mir doch ein bisschen besser aus. So. Hoffe mal, die Steuerung wird so klappen. Und ja, also Silent Hill 3, ich habe selbst noch nie ein Horrorspiel gemacht, Let's Played, also. Wollen wir doch mal anfangen. Laden, gibt's nichts, denn das Spiel habe ich noch nie gespielt. Ja, du würdest ja nichts finden. Ach scheiße, was habe ich jetzt eigentlich? Jetzt muss ich alles durchsuchen. Ja, okay, keine Speicherdaten vorhanden. So, es steht im Titel auch, blind, ja. Ich habe zwar ein Let's Play zu Silent Hill 3 gesehen, aber das ist auch schon wieder zwei Jahre her vielleicht. Action-Level, ja, normal. Rätsel-Level auch normal. Probieren wir es so erstmal. Und ja, ich glaube, jetzt kommt ein Intro. Rede ich gleich weiter. Ich kann noch weiter. Jetzt kommt noch kein Intro. Ja, ich habe vor zwei Jahren ein Let's Play dazu gesehen. Das ist aber schon, wie gesagt, schon so lange her. Ich kann mich eigentlich an fast gar nichts mehr aus dem Spiel erinnern. Und da ich es selbst auch nicht gespielt habe, sage ich mal, es ist blind. Ich weiß nur, wir sind Heather irgendwas. Ich weiß gar nicht mal, was das Ziel des Spieles ist. Ja, seht ihr, so blind ist es. Ich habe keine Ahnung, was ich hier überhaupt tue. Ja, was ist mit dir hier los? Übrigens, ich nehme natürlich mitten in der Nacht auf, ne? Wir haben gerade 20 vor 1. Morgens, am 27.03. Wahrscheinlich auch am selben Tag, an dem das hochgeladen wird. Eventuell einen Tag später. Das sehen wir ja dann. So. Wir sind hier auf dem, wie heißt der? Lakeside Amusement Park. Hallo. Und überall sind Hasenkostüme. Blutige Hasenkostüme. Ja, die will das auch nicht gefallen. Text werde ich natürlich vorlesen, aber auch nur dann, wenn sie selbst nicht reden. Ich möchte natürlich nicht ins Wort fallen. Interessantes Messer hast du da. So. Wir sind Heather. Whee! So, ich habe schon in der Test... Dingens herausgefunden, dass ich... Ah, die Kamera dreht sich von alleine. Hä? Was? Ah, okay. Ich muss R2 gedrückt halten, damit sie angreift. Okay. Also ich habe schon gesehen, die Kamera dreht sich von alleine zu mir rüber oder die, und ich kann sie mit L2 direkt hinter mir setzen. So. Mit dem... Ich kann sowohl mit Analogstick als auch mit dem Digipad gehen. So, dann haben wir... Ja, ich habe keine Karte. An, aus, an, aus, an, aus. Und hier, glaube ich, war die Menü-Taste. Ja. Aber beim Status kann ich sehen, dass es mir noch gut geht. Ein Radio. Ja, die Lautstärke ist in Ordnung. Nee. Prüfen. Ah, okay. Was haben wir noch? Waffen habe... Wow. Wow. What the fuck? Wieso habe ich so viele Waffen? The fuck? Eine Maschinenpistole? What? Okay. Ich habe verdammt viele Waffen schon. Vorräte. Okay. Für die Pistole. Und S11-Kasten, Gesundheitsdrink. Nee, ich wollte mich noch weiter umschauen. Was habe ich denn da oben noch alles stehen? Notizen habe ich keine, Landkarten habe ich keine, Optionen. Da waren wir eben schon drin. Okay, ich würde sagen, dann kann es losgehen, indem wir diesen Hasen untersuchen. Eine Hasenpuppe. Nice. Kostüm, ist da jemand drin? Das heißt, habe ich hier keine Lust, das herauszufinden. Ja, ich auch nicht. Aber das da vorne sieht schon aus wie eine Karte. Laufen, genau hier. Ein riesiges Schild mit Karte. Nördlich von hier, das heißt, wenn ich weiter in Blick Richtung gehe, finde ich die Achterbahn. Ist ein Vergnügungspark? Natürlich nimmst du diese Karte nicht mit. Warum auch? So. Okay. Ach, da laufen, ja. Und ich werde wahrscheinlich hier etwas langsamer durchgehen, indem ich, weil ich
gerne hier viel erforschen möchte. Ja, so was haben wir denn bei dir? Ein riesiges Hasenkostüm. Was, warum ist das denn hier? Ist das jemand? Jemand hat es hier vergessen. Wow, what the fuck? Ach, da ist ein Loch. Da auch? Kann ich da dran vorbei? Nein. Okay. Sie hat was gesagt, sie wollte zur Achterbahn. In Blickrichtung. In die Richtung also. Ist da was? Da kann ich nicht weiter. Kann ich das hier aufmachen? Ja. Hallo. Achso. Ich muss mich weiter bewegen. Wie sagt mir das doch jemand? Interessanter Ladescreen. Was bist du? Was bist du? Hallo? Treffe ich? Es vibriert doch die ganze Zeit. Werde ich getroffen oder treffe ich? Ey, lass mein Bein los. Das brauche ich noch. Da, lass mein Bein los. Da. Muss ich irgendwie noch irgendwas... Ah, okay, ich muss dir noch einen Gnadenstoß geben. Oder? Mehrmals? Stirbst du? Jetzt bist du tot. Okay, mir geht's eigentlich noch ganz gut. Also anscheinend wurde ich nicht so oft getroffen, wie ich doch gerade annahme. Irgendwas höre ich hier doch kriechen. Wieso sehe ich gar nichts, wenn ich das Licht ausmache? Okay, das Radio sagt mir auch, hier ist irgendwas in der Nähe. Schauen wir mal, was hier ist. Schloss ist kaputt. Ja. Der Standardsatz von... Der Schatten sah gerade sehr komisch aus. Tschüss. Der Standardsatz von Silent Hill wollte ich gerade sagen. Schloss ist kaputt. Gut, dass ich gerade so viel sehe. Moment, ich möchte mal eben kurz die Waffe wechseln. Gibt es auch eine schnellere Methode, die Waffen zu wechseln? Also R3 sagt er mit mir Vorräte. Aber auf R3. Moment, lasst mich mal schauen. Nö, da reagiert nichts. Ich möchte mal das Stahlrohr nehmen. Okay. Was haben wir denn da? Erstmal. Das sind ein paar normale, souvenirmäßige Spielsachen. Was haben wir denn hier? Nichts. Ich habe das da zum Fressen gern, nur nicht gerade hier und jetzt. Ja, kann ich nachvollziehen. Was ist ein was? Ein Hasenstofftier. Ein paar Souvenir. Was? Ha, hätte nicht gedacht, dass ich normal einen Ort wie diesem sagen würde. Wieso? Achso, ein paar normale. Viele verschiedene Muster, aber ich will keines davon. Ich wäre schöner von hier. Wenn es hier Werkzeug gäbe, das wäre was anderes. Achso, du willst also Werkzeug haben. Viele verschiedene Muster. Muster. La la la. Hemden. Eine Reihe von Hemden, die werden mir wohl kaum helfen. Auch wer weiß. Ach, und da ploppt nebenbei noch ein bisschen was auf. Ich glaube, das ist gerade sogar eine gute Stelle zum Schnitt machen. Hier, wir gucken uns diesen Hasen an. Und sage bis zum nächsten Mal dann. Tschüss!